Was ist das für ein Geflüster? Komm schon jetzt, Jo. So, wir kommen, glaube ich, ganz gut voran. Könnte helfen, wenn ich stürze. Aber wir stürzen natürlich nicht, Ezio. Das ist ja wohl logisch, oder? Dann machen wir beide zusammen. Magnifico. Okay. Dann gehen wir mal durch den neuen Weg, der sich eröffnet hat. Boah. Ja, ich bin ja nicht so der Kirchengänger, aber das sieht schon beeindruckend aus. Das sieht auf jeden Fall schon beeindruckend aus. Der Weg angezeigt? Ich habe nicht drauf geachtet. Scheiße. Ach, da vielleicht wieder hoch, oder? Nee. Nee, 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 nee. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ja, also wenn wir einmal fallen, dann ist es natürlich vorbei mit 100%. Aus so einer Höhe? Ja, dann ist vorbei, dann ist vorbei. Ja, dann ist auf jeden Fall vorbei. Nicht nur mit dem, nicht nur mit 100%, sondern auch mit dem Leben erstmal.
Oh mein Gott! Alter! Ja, ja, no risk, no fun, nicht wahr? Oh yes! Wenn ich jetzt auf dem Rückweg... Amen, ja genau. Wenn ich jetzt auf dem Rückweg nicht verkacke, haben wir 100%, würde ich sagen. Wünscht mir Glück! Also, warte mal, die Asche ist da, die ist noch am Glühen. Hier müssen eigentlich noch Leute sein. Egal. Muss jetzt kein Kampf sein, also passt schon. Ich nichts dagegen. Ist das Romulus? Das ist eine Romulus-Büste? Keine Ahnung. Schriftrolle Nummer 5. Wir werden uns wieder in der Hölle versammeln, aber ich habe meine Entdeckung vor meinen Brüdern geheim gehalten. Ich lege meinen Plan dar. Einige Details stammen von mir, andere habe ich von meinen Visionen entnommen. Mein Beitrag ist praktischer Natur. Wir werden als Gruppe angreifen, um eine Flucht zu verhindern und dafür zu sorgen, dass wir alle beteiligt sind. Wir werden ihn in den Senat locken, den keiner seiner Verbündeten betreten darf. Die Visionen zeigten mir, dass wir an diesem Märztag zuschlagen müssen, dass heute meine Entschlossenheit auf die Probe gestellt wird und dass ich nicht zaudern darf. Ich bin kein gewalttätiger Mann, aber ich halte meinen Familiendolch bereit. Ich ziehe meine Toga zu einer Kapuze hoch und gehe zu den Feierlichkeiten. Okay. Oh, hier ist auch noch ein bisschen Geld. Nehmen wir natürlich mit. So geil reich sind wir nämlich nicht. Wir sind schon teilweise echt eine arme kleine Socke. Ja. Gut, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Ein Grab haben wir nur noch offen. Allerdings erst wahrscheinlich in der nächsten Sequenz. Wow, wow, wow. Okay, wo ist die Bank? Habt ihr den Verstand verloren? So, hast du eigentlich neue Farben vielleicht hier in diesem Gebiet? Nee. Kein Bock.
So, die Cash hier wieder am Start. Jetzt den Schmied renovieren. Gut, dass ich erst die Bank genommen habe. Dass ich da nochmal drauf gekommen bin. Sonst hätten wir jetzt nicht genug Geld gehabt, die zu renovieren. Wir sind stolz auf unsere. Ach, weißt du was? Brauchen wir nicht. Das wäre jetzt Schwachsinn, die jetzt zu irgendwas zu kaufen. Wenn wir nur noch eine Mission brauchen, um die Romulus-Größe zu holen, weißt du? Verkaufen! Okay. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, genau. Hallo? Ah, hier seid ihr. Hallo? Oh, geiler Move. Lass ihn in Ruhe. Die hat gar keinen Hals. Die Befreiung Roms hat begonnen. Hab Dank. Ihr seid ein Beispiel, dem ich nur zu gerne folgen würde. Das so gesund ist. So, renovieren wir hier noch alles. Gleich auch noch den Kunsthändler. Ah, komm. Na komm, so. 5 von 9 erst. Ah, nicht das Pferd, nicht das Pferd. Vanucci, Di Betto, Alberti, Bondone. Jetzt muss ich auch die Scheiße aufstellen. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin eigentlich? Was machen wir jetzt? Können ja den Turm noch erobern. Ja, wir holen uns auch den Turm. Da lang, weil dann ist auch gleich die Aufnahmesession beendet. Ja, komm. Balkon dorthin baue. Ja, komm, kaufen wir uns das mal hin, was soll's. Grazie. Kommt bitte wieder. Einmal gerade so gut Geld. Direkt wieder ausgehen. Ich glaube nämlich, das hier, das Teil müssen wir auf jeden Fall kaufen, damit wir da überhaupt rankommen. Wo ist der Typ? Da. Ja, siehst du, ja. Das müssen wir nämlich auf jeden Fall kaufen. D'accordo, arrivederci. Arrivederci, genau. So, holen wir uns noch den Arzt hier und den Schmied und dann klettern wir da drauf. Und dann würde ich sagen, haben wir glaube ich genug getan erstmal. Für diese Aufnahmesession. Kommt, Freunde! Ja, warte mal kurz. So. Korpulente, au, Diskriminierung, Georg. Hast du was gegen Dicke und Behinderte oder was? Schmied, ich kann mir mal umschauen.
nach einer neuen Waffe eigentlich. Können wir mal eine neue Waffe kaufen? Erst letzten Monat. Die Rüstung, eine Rüstung brauchen wir nicht, aber eine neue Waffe vielleicht. Alter. Alter. Was? Die schwere Schwert. Was? Sowas gibt's? Alter, wie krass sieht der denn aus? Sollen wir den mal mitnehmen? Den nehmen wir mal mit, oder? Ja, komm. Auf! Dann schon! Alter, das sieht aus wie so eine übertrieben krasse Version aus Gangs of New York. Ja, da prügeln sie sich auch mit so einem Stab. Eieiei. Ist eine Wache da, wenn man sie braucht. Ich hab hier eine in der Hand, und eine in der Hose, ja. War an meiner Hose, denn da habe ich meine Waffe, ja, meine Armbrust zum Beispiel. Auf dem Rücken auch, natürlich auch am Start. Alles hier. Alles parat. Okay. Was haben wir eigentlich? Schauen wir mal ganz kurz. Statistik 8 Stunden 22, 42% erst. Ist schon einiges. Ich würde ja am liebsten, ohne Witz, wir brauchen noch eine so eine Wache. Ich will noch meinen neuen Knüppel ausprobieren. Ist hier nicht irgendwo eine Wache? Muss da irgendwo eine Wache sein? So langsam bist du eine echte Plage. Alles klar. Gib die Straße frei für die Patrouille. Hey. Das sah lustig aus. Hey, ich will nur meine Waffe ausprobieren. Und dann ist Schluss. Gehen wir mal hier in die Stadt. Hier muss da irgendwo eine Wache sein, oder nicht? Komm runter! Ich reiß dir die Augen raus, dann musst du es nicht anhalten. Wer das Gesetz bricht, muss sterben. Ich sehe ihn. Schnell! Wow! Oh. Und tschüss. Bringt Glück, habe ich gehört. Gut, Leute, das war's dann jetzt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal machen wir dann die Leonardo-Mission und dann wieder Hauptmission. Hey, pass bitte auf, Messere. Einmal bam, Junge. So. Das ist ein gebührender Abschluss für diese Aufnahmezeichen. Wie gesagt, danke fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.